Okay, 3-2. Hallo, servus, liebe Community. Herzlich willkommen in unserem heutigen zweiten Livestream. Wir sind im Brutkasten Primetime. Alle schauen nur Brutkasten um diese Uhrzeit. Und wir haben heute ein spannendes Thema uns ausgesucht, nämlich Coworking Österreich. Ist das ein Hype oder ein nachhaltiger Trend? Wir glauben, dass sich da sehr, sehr viel tut in Österreich. Unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche neue Player, kleine, große, in jedem Bundesland tun sich neue Chancen auf, neue Coworking Spaces. Und wir wollen dieses Thema beleuchten, sozusagen einen Rundumblick schaffen mit unterschiedlichsten Konzepten und Playern. Wir haben heute eine sehr, sehr spannende Runde bei uns versammeln können, nämlich alles unterschiedliche Konzepte und Zugänge und doch sozusagen das gemeinsame Glaube an das Thema Coworking. Und mit uns, ich darf die Runde kurz vorstellen, ist Hasan Kirmaki, der Chef von WeAccelerate. Hasan, danke für deine Zeit. Danke, Dejan. Mit uns ist Mario Mayerthaler, der Innovation Head von A1 Telekom Austria und der Chef von A1 Startup Campus. Mario, willkommen. Mit uns ist Romy Siegel, die Mrs. Coworking, die Chefin von Coworking Salzburg und Buchautorin aus dem Bereich Coworking. Romy, danke für deine Zeit. Hallo, gerne. Last but not least, Wolfgang Bretschko, der Gründer und Chef von Coco Quadrat. Wolfgang, herzlich willkommen. Wir werden starten mit einer Frage für alle. Pitch your concept. Es geht mir darum, dass ihr merkt, wo die Unterschiede liegen und wo doch dann Gemeinsamkeiten vorhanden sind. Hasan, darf ich dich bitten zu starten? Was ist WeAccelerate? Was ist euer Konzept, die Philosophie dahinter? Wir haben eigentlich eine sehr einfache Philosophie. Wir bringen auf knapp 9000 Quadratmeter ein ganzes Ökosystem hinein. Also wir sind ein Innovationszentrum mit einem Coworking-Bereich, mit einem Multi-Corporate Accelerator-Ansatz. Wir sind Innovations-Toolbox mit Partnern, die wir haben auf diesem Gebiet, wie eine Water Venture oder eine Hive. Und bringen dieses Ökosystem in die Nähe der Startups, in die Nähe der Corporates und wollen Corporates und Startups näher bringen mit einem Open Innovation Konzept. Gibt es da unterschiedliche Hierarchien zwischen den Partnern oder wofür steht dieses WeAccelerate im Namen? Das hast du mir mal erzählt, finde ich ganz spannend vom Grundgedanken. Wir haben uns lange überlegt, was wir für einen Namen haben wollen, und dann ist ein Kollege von uns auf den Namen WeAccelerate gestoßen, weil er gesagt hat, wir bringen eigentlich das ganze Ökosystem zusammen. Das We steht für das ganze Ökosystem. Also alle Stakeholder, die in diesem Ökosystem und in unserem Coworking-Bereich, wie wir das heute nennen würden, arbeiten. Der Punkt, den wir hier verstärken wollen, wenn sich jeder Stakeholder auf seine Stärken fokussiert, dann ist das besser für das ganze Ökosystem. Dafür steht dieses We. 9000 Quadratmeter ist natürlich eine Größe. Ist das nur für Wien so viel Raum und Platz oder blickt ihr da breiter? Das ist für Wien. Wir wollen 9000 Quadratmeter als Innovationszentrum in Wien gründen und bespielen, Startups und Corporates zusammenbringen. Wir können natürlich auf dieser Fläche nicht alle Startups nur im österreichischen, auf österreichischem Gebiet scouten. Also wir scouten schon sehr stark auf europäischer Ebene, sehr stark auf zentralosteuropäischer Ebene. Wird es gelingen? Da gab es anlässlich der Kommunikation kritische Stimmen, die gesagt haben, naja, so viele Bewerber werden Sie nicht bekommen. Wie ist da die Lage? Habt ihr schon die ersten Rückmeldungen aus diesem Bereich? Das Scouting hat sehr, sehr positiv angefangen. Wir sind deutlich über unseren Zielen zum jetzigen Zeitpunkt. Unsere Partner auf diesem Gebiet, die mit uns unser Scouting vorantreiben, die Water Venture, machen einen sehr guten Job. Wir haben auch Partner in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Israel, eine Firma, die Analyze heißt. Als wir angefangen haben, war die Zahl, die wir genannt haben, sehr kritisch beäugt. Aber jetzt, nach wenigen Wochen, sind wir sehr, sehr positiv, dass wir auf die Zahlen, die wir kommuniziert haben, auch kommen werden. Bei diesen Projekten ist das Bauvorhaben natürlich ein ganz kritisches Thema. Wie steht's da, bei euch um dieses Thema herum? Unser Gebäude ist knapp 7 Jahre alt, von einem Star-Architekten gebaut. Wir haben das Glück, mitten im Zentrum in einem hochmodernen Hochhaus unsere Coworking, Location aufzubauen. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, sind die Wände streichen, ein paar Kabel nachziehen. Die Klimaanlage ist gesetzt, wir versetzen keine Wände. Wir haben das Glück, dass wir minimalst umbauen müssen.
Das heißt, es bleibt bei dem geplanten Start September oder Mitte August? Absolut. Wir werden auch sehr stark von unserem Vermieter unterstützt. Die Unica unterstützt uns mit der ganzen Real Estate Mannschaft, gibt uns jeglichen Support, dass wir auch die Zeiten, die wir kommuniziert haben, einhalten werden. Eure Vision? Ein Startup-Hub auf europäischer Ebene in Wien zu gründen. Cool. Ich darf dich bitten, Wolfgang Bretschko, das Mikrofon weiterzureichen. Wolfgang, würde dich bitten, um deine Einschätzung. Das macht Spaß zu später Stunde. Schauen uns Millionen Leute zu und ihr macht Scherze. Finde ich sehr gut. Ist sehr erfrischend. Wolfgang, pitch your concept. Was ist Coco Quadrat? Ja, ich würde sagen, ich kann das ganz einfach machen. Ich sage, Coco Quadrat ist Wiens erstes Coworking-Café. Wir verbinden die Annehmlichkeiten eines Coffeeshops mit den Notwendigkeiten, die ein Coworking-Space hat, und das bei 100% Flexibilität. Das ist es. Welcher der beiden Teile steht mehr im Fokus oder ist das verteilt? Ich glaube, das ist die kongeniale Zusammenfügung dieser Elemente, die es ausmacht. Also ich glaube, das ist die Kombination, die das Neue ausmacht, und das eben bei minutengenauer Abrechnung, 100% flexibel. Das ist das, was das Konzept ausmacht und das, was wir auch kommunizieren. Das Konzept habt ihr euch angeschaut im Silicon Valley. Vielleicht kannst du zu dem Idol sozusagen oder zu dem Vorbild da sagen. Ja, ich war vor knapp 3 Jahren zeitlang in San Francisco und bin in das, sag ich mal, in den Blueprint sozusagen hineingeraschelt, war da 2-3 Mal drinnen und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich mich da mit dem Gründer getroffen habe, ihm gefragt habe, wie läuft das da, was ist so der USB des Konzepts, wie machst du das da? Und dann bin ich, so wie ich hier ins Flugzeug gesetzt habe, gesagt, das probierst du jetzt in Wien aus, weil das gibt's in Wien so noch nicht. Und wenn ich einen Standort finde und da ein paar Mitinvestoren, die da mitmachen wollen, dann mache ich's. Leider ist mir beides gelungen. Es hat einen Standort gegeben und Mitinvestoren, jetzt habe ich's gemacht. Wie hat sich die Community weiterentwickelt? Überlegst schon, vielleicht nächsten Schritte zu machen oder seid ihr noch sehr beschäftigt mit dem ersten Standort? Ja, wir sind also sehr gut auf Kurs. Wir haben 2800 registrierte User bei uns. Wir, ist ja kein Geheimnis, sind auch dran, auch da eine kleine Rolle mitzuspielen und dort unseren zweiten Standort bei WeAccelerate aufzumachen. Also wir sind durchaus dran, also weitere Standorte aufzumachen. Super. Romy, ich darf dir das Mikrofon weiterreichen. Mrs. Coworking und die Chefin von Coworking Salzburg. Was ist euer Konzept? Aus welcher Ecke sozusagen kommt ihr? Ja, Coworking Salzburg, bei uns geht es sehr viel um die Community. Das heißt, wir haben eine Community, die sich gegenseitig vertraut, weil wir glauben einfach ganz fest daran, dass nur so langfristige und gute Kooperationen und Geschäftspartnerschaften zustande kommen. Und deswegen wird bei uns die Community auch ganz intensiv gepflegt. Das heißt, wir lassen uns immer wieder neue Veranstaltungsformate einfallen. Zum Beispiel ein Format heißt Food for Feedback. Jemand möchte Feedback zu einem Thema. Und manchmal glauben die Menschen, dass wenn man bei uns hereinkommt, dann lässt sofort jeder den Stift fallen und jeder kümmert sich um den neuen Gast, aber so ist es nicht. Also man muss die Leute schon bitten, am Mittagstisch bitte Platz zu nehmen und Feedback zu geben. Und das funktioniert aber sehr gut, weil man dadurch ein sehr diverses Feedback bekommt. Der eine ist Suchmaschinenoptimierer, der nächste ist Architekt, der übernächste ist Sozialwissenschaftler und wieder der nächste ist irgendwie Hochbauingenieur. Also so unterschiedlich sind bei uns die Kompetenzen und wir unterscheiden uns wahrscheinlich ganz klar von WeAccelerate, dass wir kein Startup-Hub sind. Bei uns sind natürlich Startups auch willkommen, aber wir fokussieren uns jetzt nicht darauf. Das heißt, so ein bisschen ein Agenturenzugang. Ja, also ich komme aus dem Bereich Design Thinking und da war auch immer die Idee, eine Community aufzubauen, die man für Problemlösungskompetenz verwenden kann, für Workshops in diese Richtung. Wir werden auch in diese Richtung gebucht und also ich kann nur sagen, diese Unterschiedlichkeit der Menschen, die macht sich wirklich bezahlt. Natürlich sind die Charaktere auch sehr unterschiedlich. Manchmal muss man da von der Kultur ein bisschen, Vermittler sein. Aber es macht Spaß. Wann habt ihr gestartet? Wie groß seid ihr? Wir haben gestartet im Jänner 2012. Wir waren der erste Coworking Space außerhalb von Wien in Österreich. Und viele kritische Stimmen haben ja vermutet, dass es außerhalb einer Großstadt nicht möglich ist. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis das Konzept wirklich in Salzburg bekannt gewesen ist. Und die Nutzer, wir sind 150 Kleinunternehmen und Einzelunternehmen und Startups auf 400 Quadratmeter eingebettet in einem Technologiepark, dem TechnoZ. Das ist für uns ein ganz wichtiger Partner. Cool. Du hast ein Buch geschrieben, ja. The Coworking Guide to the Galaxy. Wie bist du drauf gekommen? Wie ist dieses Projekt entstanden?
Das war so, dass wir eigentlich monatlich Anfragen hatten von Gemeinden, von Kommunen, von Corporates, von Automobilherstellern. Wir möchten auch genauso einen Coworking Space. Also ich muss dazu sagen, ich mache sehr viel mit Presse und sehr viel mit Vorträgen und von daher kommen immer viele Leute auf uns zu und sagen, okay, dieses Konzept ist interessant, Open Innovation hätten wir auch gerne bei uns, kreative Leute, die man dann irgendwie mit Ideen, von denen man Ideen haben kann. Und ja, irgendwann war es mir dann einfach zu viel, immer die gleichen Fragen zu beantworten und deswegen gibt es jetzt dieses Buch. Super, cool, danke dir. Mario Meierthaler, wir müssen noch deine Rolle erklären. Mario, du bist der Innovation-Chef von A1 Telekom Austria und auch verantwortlich für den A1 Startup Campus. A1 Telekom Austria war das erste Corporate in Österreich mit einem Coworking, mit einem Shared Space, mit eurem Campus. Da sind viele Startups angesiedelt. Vielleicht kannst du euren Zugang und die Beweggründe dafür erklären. Wir haben mittlerweile vor 4 Jahren losgelegt und ehrlicherweise am Anfang hatte das mehr einen CSR-Touch und das hat sich einfach im Laufe der Zeit gedreht. Wir sehen innen wie auch außen, also innere Akzeptanz wie auch die Außenwirkung und auch anhand der Zahlen, dass das für uns jetzt ganz was anderes ist. Wir brauchen und benutzen die Startups als Innovationstreiber für uns selbst, um uns auch im Kerngeschäft weiterzuentwickeln, um auch zu sehen, dass man anders arbeiten kann, schneller arbeiten kann. Das ist jetzt keine Kritik an unseren Vorgangsweisen intern ist, wir sind ein Corporate, wir haben 20 Millionen Kunden in unserem Footprint. Da braucht man natürlich Prozesse, aber Prozesse führen natürlich auch dazu, dass man das eine oder andere Mal einfach nicht so agil ist. Und da benutzen wir den Campus oder eigentlich das Programm, weil der Campus ist nur ein Teil des Programms, um hier eben schneller und agiler zu werden. Das Programm selbst zieht eben vor, und das ist vielleicht auch ein Unterscheidungsmerkmal zu anderen Programmen, sieht vor, dass wir die Startups bis zu 3 Jahre unterstützen. Und unterstützen bedeutet, wir geben den Startups die Office-Flächen, die sie brauchen umsonst. Wir geben ihnen alles, was sie brauchen, um überhaupt ihr Geschäft erledigen zu können umsonst. Also das fängt bei Infrastruktur an, IT, Cloud, Handy, Laptop, was auch immer sie brauchen, alles auch umsonst. Geht über Beratungsleistungen weiter, die wir intern bieten können, über die Medialisierung des Ganzen und endet dann auch im Vertrieb und, wenn es strategisch passt, auch in einem Investment. Nur um ein Beispiel zu geben, das größte Startup, das wir jetzt unterstützen, hat derzeit so 40, 41 Mitarbeiter. Wenn wir diese Leistungen oder wenn dieses Startup diese Leistungen, und damit meine ich jetzt nur die Sachleistungen, also Office Space, Cloud, IT und so weiter, wenn das dieses Startup diese Leistungen am Markt zukaufen müsste, dann wären das derzeit Ausgaben von 15.000 bis 20.000 Euro pro Monat, die wir auf Null stellen können, wenn wir eben kooperieren. Super. Wie hat sich der Campus entwickelt im Laufe der Zeit? Mit wie vielen Startups habt ihr begonnen? Wie viele habt ihr jetzt aktuell bei euch dabei? Wir haben begonnen mit 1, 2, also es waren 2 zeitgleich. Wir sind jetzt bei 8. Wir haben uns auch wieder von einigen getrennt. Wir denken, dass wir in den nächsten Wochen dann auf 11 kommen. Insgesamt gesehen haben die derzeit 8 Startups schon über 100 Beschäftigte. Geografisch ist es auch ein bisschen diverser. Wir haben nicht nur Startups aus Wien. Wir haben ja im Prinzip, weil wir auch eine Flächenorganisation in unserem Footprint sind, die Möglichkeit, Startups an anderen Orten unterzubringen. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Startup in Zagreb. In den nächsten Wochen hoffen wir, dass wir eben eines auch unterschreiben, das zum Beispiel aus Brünn kommt. Also wir sind da nicht nur auf rein Österreich fokussiert. A1 Telekom Austria ist auch der Leading Partner von Talent Garden Österreich. Du bist heute auch ein bisschen in dieser Rolle, nicht als Vertreter von Talent Garden, aber wir können die Runde nicht endlos groß machen. Ich könnte da 50 Leute einladen, die Coworking Spaces haben. Aber insofern vielleicht an dich diese Frage, wieso war Telekom Austria wichtig, auch an einem Konzept wie Talent Garden mitzumachen? Vielleicht, um was geht's da? Was ist da die Eigenschaft? Ich glaube, alle Konzepte, die hier auch diskutiert werden, sind interessant und ich glaube auch, dass es Platz für alles gibt, weil jedes Konzept einfach anders ist. Wir waren daran interessiert, mit Talent Garden mitzumachen, weil wir uns erstens einmal das Konzept natürlich mal vor Ort angesehen haben, in bestehenden Standorten und davon überzeugt waren, dass das für die Community einfach ein guter Mix sein kann, in Verbindung auch mit dieser Innovation School, die Talent Garden mitbringt oder mitbringen wird. Um zur Anschlussfrage gleich zu kommen, das Projekt, das wir eben gemeinsam mit den anderen Founding-Partnern geplant hatten, kann am bestehenden Standort nicht durchgeführt werden. Es liegt einfach daran, dass die Kosten, um dieses Projekt zu verwirklichen, für die ganzen Partner nicht darstellbar sind. Das Gebäude selbst werden wir jetzt einer anderen Nutzung zuführen.
Es ist ja beste Lage und wir haben dafür natürlich innerhalb der Gruppe andere Verwendungsmöglichkeiten. Jetzt wird ein neues Gebäude gesucht oder was sind die nächsten Schritte? Genau, das Konzept ist, dass die Founding-Partner jetzt mal mit dabei bleiben an Bord und Talent Garden hat jetzt eine Shortlist und wird jetzt in den nächsten Wochen dann entscheiden, welches das geeignete Gebäude ist und wir bleiben auch an Bord. Habt ihr auch in eurem Portfolio vielleicht ein Gebäude, das ich eignen würde oder würde man wirklich auf dem Markt sich wieder alles anschauen? Unsere Gebäude sind eben ein bisschen unterschiedlich zum Hassen, eben nicht 7 Jahre alt, sondern eher in Richtung 100 oder 150. Wir haben jetzt einmal die Erfahrung gemacht, dass wenn wir das Gebäude so umbauen wollte oder so dicht besetzen will, eben hier große Umbaukosten auf die Partner zukommen. Deswegen bestehende neuere Gebäude haben wir nicht in unserem Portfolio und deswegen wird sich Talent Garden hier auf dem Markt nach neueren Objekten umsehen. Okay, vielen Dank. Danke für diese einleitende Runde. Ich würde jetzt gerne, Romy, bei dir weitermachen. Nämlich, es geht mir jetzt um die Trends, um die sozusagen Megatrends auch weltweit. Wieso besteht überhaupt heutzutage diese Möglichkeit, so viele neue Geschäftsmodelle im Coworking-Bereich zu öffnen? Dann reden wir über das Thema Arbeit 4.0, Flexibilität. Was war für dich der Beweggrund und welche Trends kannst du da identifizieren? Also mein Beweggrund, weil wir sind ja ein privat organisiertes Unternehmen, also von mir gegründet, mir war immer ganz wichtig die Unabhängigkeit und mich mit Menschen zu umgeben, die mich inspirieren. Und für mich waren immer Unternehmer wahnsinnig inspirierende Menschen, also diese Energie, die da herrscht in einem Coworking Space, das ist einfach unglaublich und das geben auch viele Leute, die zum ersten Mal bei uns reinkommen als Feedback. Das ist so eine positive Stimmung. Ich glaube, viele Unternehmen sind genau auf der Suche nach so einer Kultur und deswegen ist meiner Meinung nach der Trend in diese Richtung oder was ich halt sehe, was wir als Feedback oder als Anfragen bekommen, man möchte auch gern so ein bisschen Coworking bei sich haben. Und wir haben diese Idee aufgegriffen und tatsächlich in diese Richtung auch ein Konzept entwickelt. Es heißt Yellow Desks und also jedes Unternehmen kann quasi Tische bei sich eröffnen, also gelbe Tische, die dann auf unserer Plattform als Coworking-Tische angepriesen werden, um sich diesen Open-Innovation-Charakter ins Unternehmen hereinzuholen. Also ganz klar Forschungseinrichtungen oder so oder High-Security-Areas von Unternehmen wird das natürlich nicht klappen, aber Kreativabteilungen, ja, einfach Unternehmensbereiche, die ein bisschen an frischen Wind vertragen. Und da sehe ich einen Trend. Ich weiß, wir sind immer unserer Zeit ein bisschen voraus, auch die, die heute hier anwesend sind. Coworking war vor ein paar Jahren noch überhaupt kein Thema in Europa. Die ersten waren die Schraubenfabrik, die das ja schon seit 11 oder 12 Jahren in Wien machen. Die haben da große Pionierarbeit geleistet. Und jetzt wird dieses Thema schon langsam ein Massenthema. Und man muss natürlich schauen, dass es dann nicht nur ein Buzzword wird und man also dieses Wort irgendwo draufstreicht, wo dann gar nicht Coworking dahinter steht, weil nur ein Raum mit WLAN ist zu wenig. Aber wir versuchen in diese Richtung Unternehmen zu helfen, auch dieses tolle Konzept Coworking, weil wir sind jetzt nach 5,5 Jahren immer noch begeistert von dieser Energie, die daran teilhaben zu lassen. Wolfgang, ihr habt euch die Trends mit deinem Partner Dominik Reiner ganz genau auch angeschaut, das Thema Arbeit 4.0. Welche Trends habt ihr da identifiziert als eigentlich Geschäftsgrundlage für euch? Ja, ganz klarer Trend ist dieses Thema zum mobilen Arbeiten, weil heute jeder mit einem Laptop und einem Smartphone geschäftsfähiges Unternehmen gründen kann. Und man braucht eigentlich sonst nichts mehr, außer eben den besagten Laptop. Die Unterlagen sind in der Cloud und das ermöglicht, dass man überall arbeiten kann. Und dieser Trend wird noch zunehmen. Man sieht es ja heute, wenn man unterwegs ist, ob im Bus, in der U-Bahn oder im Kaffeehaus oder wenn man draußen im Park ist, die Leute arbeiten. Und das ist ein Trend, der zunehmen wird. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, die, glaube ich, ganz wichtig ist, ist auch ein gewisser Trend zur Selbstständigkeit. Die Leute wollen immer mehr selbstständig tätig sein. Sie wollen sich verwirklichen und dafür braucht es auch Platz. Und den bieten wir mit Coco Quadrat an. Und ich glaube, diese beiden Trends, immer mehr mobil arbeiten zu können und auf der anderen Seite sich selbstständig zu machen, das sind zwei wesentliche Trends und Treiber. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Konzept abhängig ist von irgendeinem Gründerboom oder von einem Gründerhype, sondern das wird weiter anhalten, weil es immer wieder Leute geben wird, die sich selbstständig machen wollen und weil das heute auch viel einfacher möglich ist als noch vor 10, 15, 20 Jahren. Vor 15, 20 Jahren hat man einen IT-Techniker gebraucht, hat man ein großes Umfeld gebraucht. Heute ladet man sich die notwendigen Programme aus dem Netz herunter, hat Apps für alles und hat seine Firma sofort im Griff. Vielleicht provokant gefragt, aber in dem Fall kann ich auch zu Hause bleiben und zu Hause meinen Laptop aufklappen und dort arbeiten. Wo ist jetzt der Vorteil, in ein Coworking-Café in dem Fall zu gehen?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil tatsächlich wir machen so in Halbjahresrhythmus Kundenbefragungen und fragen unsere Kunden, wie es ihnen bei uns gefällt, woher sie kommen und so weiter. Und bei uns sind fast 70% haben früher zu Hause gearbeitet oder in einem normalen Büro. Und das Spannende dabei ist, wenn man mit den Leuten spricht, die sagen, ja, zu Hause, es ist schön und recht und nett, aber spätestens nach 3 Monaten fällt dann die Decke auf den Kopf. Und was die Leute ja auch suchen, ist ein Umfeld, das sie inspiriert, wo sie miteinander reden können. Wir sprechen ja als Coco Quadrat sehr viele EPUs an, Trainer, Consultants, die in ihrem Job ja meistens alleine sind und dann entweder alleine sind oder beim Kunden sind. Und die suchen ein Umfeld, wo sie Leute finden, mit denen sie reden können, mit denen sie auch Probleme besprechen können. Wenn jemand in einem großen Konzern, so wie ich gearbeitet habe, da hat man ein großes Umfeld, da hat man Abteilungen, mit denen man redet. Wenn man sich dann selbstständig macht, hat man das nicht mehr. Und wir bieten dieses Umfeld und, glaube ich, Coworking Spaces insgesamt bieten dieses Umfeld einfach. Weil ich glaube, niemand arbeitet gern alleine. Bekanntlich gibt es ja das Sprichwort, Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. Wenn man zu Hause herumsitzt, passiert das nicht. Und man wird auch viel mehr abgelenkt als in einem Coworking Space. Das hat einfach, wie die Romy gesagt hat, eine richtig inspirierende Atmosphäre. Ich bin, wie ich studiert habe, in meiner Wohnung auch eine Wohnung gehabt, eine WG, zum Lernen immer in die Universitätsbibliothek gegangen, weil ich das nicht ausgehalten habe, zu Hause zu sitzen 3-4 Stunden, weil ich wollte Leute um mich haben. Es war auch diese produktive Ruhe, wo alle gelernt haben. Aber es hat mir auch eine halbe Stunde gekostet, in die UB zu fahren und wieder wegzufahren, aber zu Hause wollte ich nicht lernen. Okay, fair enough. Hassan, bei euch gibt's ja große Corporate Partner, sonst komme ich zu ihm. Gibt's ja große Corporate Partner und die sagen euch ganz klar, was sie wollen und wieso sie dabei sein wollen. So wie bei Talent Garden gibt's auch sozusagen die großen Corporates, da sind die Wünsche ganz klar definiert. Wo finden Sie den Charme, in so einer Open Office, Open Space Situation zu arbeiten? Hast du da von denen Feedback? Ja, absolut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Corporates ganz genau wissen, was sie wollen und uns genau auch formulieren können, wie sie es wollen. Sondern ich glaube einfach, Corporates haben eingesehen, wo ihre Stärken liegen und wo ihre Schwächen liegen. Und wenn man Startups anschaut, sind Startups enorm gut in der Kreativität, im Entdecken von latenten Bedürfnissen, im Erfinden von gewissen Sachen, Dingen, neuen Businessmodellen. Da sind die Startups einfach out of the box. Die sind, wenn sie denken, nicht verankert in der Vergangenheit, in ihrer Erfahrung. Corporates hingegen sind sehr, sehr gut im Skalieren von Dingen, im, wenn etwas funktioniert, das Ganze in einen Scaling-Prozess zu bringen. Prozessorientiert, das lernen wir, das haben wir auch in der Universität gelernt. Und diese zwei Welten zusammenzuführen, ich glaube, das ist, was Coworking Spaces oder Innovationszentren sich als Aufgabe vorne an die Türe schreiben sollten. Also das ist die Grundessenz von dem, was wir eigentlich auf den Markt bringen wollen. Diese zwei Welten von out of the box und Stabilität und Routine, diese zwei Welten zusammenzubringen und die Methodologie, die dahinter steht, das machen uns andere Ökosysteme vor, Tel Aviv, San Francisco, Tallinn, mittlerweile sicherlich auch Zürich in diese Kategorie zu nehmen. Die Methodologie, die wir anwenden, ist Open Innovation mit all ihren Werkzeugen in diesem Bereich, ob das Hackathons sind, Design Thinking, Ideations, Ethnographies. Das sind die Werkzeuge, die die Corporates einsetzen wollen, um die Innovationskraft, die sie ein Stück weit verloren haben oder die sie einfach grundsätzlich stärken wollen, diese Innovationskraft wieder zurück ins Unternehmen zu bringen oder einfach marktfähig zu machen. Durch die Digitalisierung ist die Innovation im Markt so viel schneller geworden, dass man intern gar nicht mithalten kann. Man ist nicht mehr in der Lage, die Innovationsfrequenz, die im Markt draußen ist, intern abzubilden. Das geht nicht. Es kostet einfach viel zu viel Geld. Also ist Open Innovation eigentlich die Methodologie, die auch in anderen Ländern massiv eingesetzt wird, um da die Corporates wieder marktfähiger zu machen. Mario, ist das deine Erfahrung konkret im A1 Startup Campus? Habt ihr gelernt von den Startups? Ja, kann man sagen. Ich glaube, der Hassan hat das schon ganz gut jetzt vorweggenommen auch. Beides hat seinen Charme. Ja.
Wir haben die gelernten Prozesse, die brauchst du, wenn du skalierst. Startups haben am Anfang überhaupt keinen Prozess, einen kreativen Prozess, aber jetzt nicht einen Prozess, wie man Produkte skaliert und dann auf den Markt bringt. Wir haben da sicher davon gelernt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man nicht genug Geld hat, um als Corporate Innovation zu machen. Ich glaube, das ist gar nicht so das Thema, aber ich glaube, die Frequenz ist es. Ja. Du müsstest schon einfach viel agiler werden und bis zu einem gewissen Grad kann man Agilität jedem Unternehmen beibringen, aber bei einer gewissen Größe scheiterst du einfach an den natürlichen Beharrungskräften. Und da kann man dann eben ansetzen mit dem ganzen Thema Open Innovation und Startups. Und da haben wir natürlich schon gesehen, dass man von einer Idee bis zum Produkt sehr viel schneller sein kann, als wir das einfach zusammenbringen. Und nicht, weil wir jetzt langsam sind. Wir sind sicher im Benchmark nicht langsamer als andere Telcos oder andere Corporates. Aber nur das Beispiel Registrierkasse, von der Idee oder von einer Beta der Registrierkasse bis zum Markteintritt, also ich meine jetzt Ready to Order, sind dann im Endeffekt knapp ein Jahr vergangen und mittlerweile hat die Registrierkasse eben deutlich über 40 Mitarbeiter. Natürlich hätten wir das selber bauen können, aber ich bezweifle, dass wir es in der Schnelle dann in der Qualität hinbekommen hätten bei diesem spezifischen Thema, weil das auch kein Core-Thema von uns ist. Das Produkt ist so etwas, was wir gern anbieten, weil das Segment, wo wir es verkaufen, schon wieder Core ist, aber das Produkt selber ist jetzt für uns als Telco nicht unbedingt Core. Wolfgang, du warst Vorstand der Styria Media Group, lang genug, 3.000-4.000 Mitarbeiter verantwortet. Wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst oder hättest du heute eine vergleichbare Rolle, würdest du das Thema Coworking proaktiv als Strategie sehen oder wie würdest du jetzt sozusagen wie der Vorstand mit dem Thema umgehen, in eine Corporate-Rolle versetzt? Nee, ich glaube, es hat ja alles im Leben seine Zeit und ich wüsste nicht mehr, was ich da jetzt tun täte. Aber Faktum ist, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das größere Unternehmen einfach in einer gewissen Weise sehr viel schwerfälliger sind und die Prozesse dort ganz anders abläufen, die Entscheidungsfindung dort ganz anders abläuft. Und ich habe, wie ich rausgegangen bin, tatsächlich gelernt, dass man viele Dinge ganz anders machen kann, als ich sie damals gemacht habe. Und ich war damals auch der Überzeugung, das ist passt so, das ist richtig so, wir machen das gut. Und heute weiß ich, dass ich es heute anders machen würde, weil ich einen ganz anderen Blickwinkel drauf bekommen habe. Und ich glaube, deswegen gefällt mir auch das Konzept von WeAccelerate sehr gut. Ich glaube, diese Welt miteinander zu vernetzen, da Kooperation zu schaffen, ich glaube, da kann sehr viel Befruchtendes stattfinden, weil die Startups von den Corporates lernen können, auf der einen Seite, und weil die Corporates auch sehr viel von den Startups lernen können. Und wichtig ist, dass man akzeptiert, dass beide ihre Stärken haben. Dass nicht der eine besser oder der andere besser ist, sondern jeder hat seine Stärken. Und wenn man den Willen hat, voneinander zu lernen, dann wird daraus ein produktives Ganzes. Cool. Romy, jetzt vielleicht noch auf die Frage, ganz im Sinne deines Buches, auf was kommt es an, wenn jetzt jemand sich überlegt, ein Coworking Space aufzubauen? Mhm. Was sind so die Erfolgsfaktoren in deinem Fall? Also die werden sicherlich unterschiedlich sein, je nach Konzept, aber auf was kommt es bei dir an? Meinst du jetzt, wenn man einen Coworking Space gründet oder wenn man beschließt, bei sich Coworker aufzunehmen? Wenn man einen Coworking Space gründet. Mhm. Wir haben das alles in unserem Buch beschrieben, was man in der Vorgründungsphase und in der Gründungsphase beachten sollte. Also der erste Punkt, der Charakter dieser Person, die das vorhat, muss einfach wirklich Unternehmer lieben. Selbstständige Menschen, Macher und sich für diese Menschen interessieren. Dann das Zweite, ganz wichtig, ohne Partner wird es ganz schwierig. Also wenn du als Privatmensch so etwas gründen möchtest, dann ist ja innerhalb von kurzer Zeit, wenn du ein paar Quadratmeter anmietest und noch keine Community hast, das Ganze erspart dir möglicherweise weg. Also ich hatte großes Glück, bei mir am Standort das TechnoZ davon zu überzeugen, dass das eine gute Maßnahme ist, den Standort zu beleben. Und das ist genauso ein Mehrwert, also Standortentwicklung. Weil Coworking macht Events, Coworking zieht Menschen an, Coworking zieht Presse an. Das ist eine Marketingaktivität für eine Gemeinde, für ein Unternehmen, für einen Standort. Ja, also das sind so die zwei wichtigsten Faktoren, also die Persönlichkeit desjenigen, der das gründet und den Partner, den er davon überzeugen kann. Wolfgang, wie ist das bei dir? Was war bei euch erfolgskritisch? Ihr habt vieles gelernt in den ersten Jahren. Ich glaube, erfolgskritisch für uns war tatsächlich auch, wie wir uns positionieren in diesem Markt. Und da haben wir am Anfang gemerkt, da haben wir so ein Hybridmodell gefahren und gesagt, wir sind ein Coffeeshop mit Coworking Space, ein Coworking Space mit Coffeeshop, bis wir gesagt haben, wir sind ein Coworking Café.
und gesagt haben, das ist es, was wir sind, und da kann man reinkommen, kann arbeiten und dann wieder gehen, und das hat funktioniert. Also damit haben wir den Leuten auch die Schwellenangst genommen, weil ein Teil unseres Konzeptes ist auch, dass unsere Standorte ebenerdig sind, dass sie gut einsichtig sind, dass sie verkehrstechnisch gut gelegen sind, weil man einfach reingeht, rausgeht, wie man es braucht. Und das ist, glaube ich, so der USP dieses Konzeptes, und das haben wir auch bei unserer Kundenbefragung gesehen, dass die Leute bis zu 40 Minuten zu uns fahren, weil sie sagen, es gibt zwar auf dem Weg zu uns genug andere Coworking Spaces, aber das, was ihr bietet, findet man dort nicht. Und das ist der Unterschied, glaube ich. Mario Talent Garden hat einen Zusatzfaktor, sozusagen ein Netzwerk von in Europa internationalen Coworking Spaces oder Campus. Wie wichtig ist so eine Vernetzung unter den einzelnen Standorten? Bringt das auch einen zusätzlichen Mehrwert? Ich denke schon, ist natürlich ein Add-on, hatten wir ja auch im Konzept so vorgesehen, dass das auch für unsere Startups, die ja jetzt zunehmend Richtung Deutschland, teilweise auch Spanien expandieren, einfach ein wichtiger Faktor ist. Wir als Telekom Austria haben es ein bisschen anders, oder wir haben es da vielleicht ein bisschen leichter oder auch ein bisschen schwerer, je nachdem, immer zwei Sichten, aber wir haben ja mit der America Mobil einen Mehrheitseigentümer, der ja den gesamten lateinamerikanischen Markt auch besetzt mit 39 Operations in 39 Ländern logischerweise. Das heißt, wenn wir mal ein Produkt haben, ein Product Fit haben oder ein Strategic Fit, dann steht uns diese Tür natürlich auch offen. Das heißt, wir versuchen derzeit gerade mit zwei von unseren Startups auch diese Märkte zu besetzen. Ist natürlich nicht leicht, muss man sich einmal vor Augen halten. Mein America Mobil hat 328 Millionen Kunden. Die ganzen Operations, da muss man jetzt auch mal sozusagen die richtigen Enthusiasten finden, die mal sagen, okay, das probieren wir jetzt einfach mal aus, aber wir sind da guter Dinge und schauen, dass wir jetzt sozusagen jetzt einmal zwei über den Atlantik drüber heben. Das ist natürlich ein Riesenhebel. Das ist einer unserer Vorteile, wenn wir es schaffen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich unseren Footprint mit 8 Ländern und 20 Millionen Kunden. Auch das kann ein Hebel sein, aber da müssen wir halt auch immer sozusagen den Strategic Fit finden und dann ist da sicher was drin. Hassan, WeAccelerate hat auch eine starke Internationalisierungsstrategie mit einem starken Fokus im ersten Schritt auf CEE. Wie wichtig wird das für euch sein, ein Netzwerk außerhalb von Österreich zu finden, der mit euch sehr eng zusammenarbeitet? Das ist essentiell wichtig. Es geht gar nicht ohne. Es ist absolut nicht möglich. Genauso wie Menschen in ein Coworking Space gehen, weil sie sich vernetzen wollen, weil sie voneinander profitieren wollen, weil sie voneinander lernen wollen oder lernen müssen, muss auch ein Coworking Space, eine Coworking Organisation sich vernetzen. So wie das die Romy gerade beschrieben hat, hat sie sich vernetzt mit dem Technozentrum. Wir haben uns vernetzt, und als wir WeAccelerate angefangen hat, haben wir angefangen zu arbeiten im Coco Quadrat. Wir mussten uns vernetzen, wir mussten diese Leute kennenlernen, wir mussten rausgehen und mit Leuten sprechen, deren Ideen aufnehmen. Mit Mario haben wir uns getroffen, da gab es noch keine Firmengründung von WeAccelerate. Es ist ein Ökosystem. Wenn man das Gefühl hat, man kann sich da abriegeln und dann in einem stillen Kämmerchen etwas machen, dann funktioniert das eben nicht. Die Welt ist vernetzt, die digitale Welt ist vernetzt. Und wenn man wirklich Erfolg haben will, muss man halt rausgehen und diese Netzwerke aktivieren. Und aus diesen Gebieten, die jetzt halt sehr gut und sehr gute Startups auch gründen, die Wertschöpfung dieser Startups versuchen, in sein Umfeld zu bringen. Das ist das, was wir eigentlich vorhaben. Aus diesen Ländern versuchen, Wertschöpfung nach Wien zu bringen, weil wir hier halt einen Markt haben. Wir haben nicht nur Startups, sondern wir haben den Markt hier. Viele Länder, die halt viele Startups haben, haben keinen Markt. Ihr habt euch in Silicon Valley Plug and Play angeschaut. War das auch so ein bisschen ein Vorbild vom Konzept her für euch? Wir haben ja alles Mögliche angeschaut. Wir haben uns Sachen angeschaut in Israel. Wir haben uns das Plug and Play in San Francisco angeschaut. Wir haben das Digital Switzerland angeschaut. Das hieß damals noch Digital Zurich 2025. Wir haben das Better House in Hamburg angeschaut. Wir haben uns enorm viele Sachen angeschaut. Und alles, was diese Netzwerke gemein haben, ist, dass sie halt ein Ökosystem sehr eng zusammenführen. Das Factory in Deutschland, sehr enge Wege zwischen Investoren und Startups, zwischen Corporates und Startups, zwischen Channel-Partnern und Startups, unterhalb der Channel-Partner, von Corporates zu Channel-Partnern, sehr eng vernetzt.
Und diese Vernetzung ist eigentlich das, was sehr viel Produktivität und Effizienz steigernd wirkt. Super, danke. Produktivität und Effizienzsteigerung ist ein Thema, ein gutes Stichwort eigentlich, das ich auch kurz mit euch anschneiden wollte. Nämlich, es gibt einzelne Berufsfelder wie Anwälte, Consultants, mit denen unterhält man sich und da kommt schon immer wieder durch, ich könnte nicht in so einem Open Space arbeiten, da kannst du mit niemandem telefonieren in Ruhe, das sind vertrauliche Sachen, die man da bespricht, da kann man sich super austauschen, Netzwerken, Kunden finden, aber produktiv, effizient arbeiten, das kann ich mir schwer vorstellen. Wolfgang, was sagst du denen? Denen sage ich einfach, ganz einfach, die sollen einmal zu uns kommen, wenn sie sehen, wie produktiv sie arbeiten können. Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich Telefonboxen haben, wo man in Ruhe skypen kann oder auch einen Telefoncall machen kann. Wir haben Besprechungsräume, wenn man sich mit einem Kunden zurückziehen will, mit einem Klienten zurückziehen will. Also das gibt's ja alles. Und tatsächlich ist es so, dass der Großteil Leute berichtet, dass sie deswegen effizienter arbeiten, weil es eine Atmosphäre ist, wo alle anderen auch arbeiten. Und das ist ansteckend. Wenn man das sieht, wie die Leute arbeiten, wie sie tun, ist das ansteckend. Wir haben ein Grazer Unternehmen bei uns, die haben sich Coco Quadrat als ihren Hub in Wien ausgesucht, wenn sie da sind, da sind 6 Mitarbeiter, und die sagen, das ist super, wenn wir da sind, da können wir super arbeiten. Und wollten sie ein eigenes Büro in Wien haben, dann haben sie nichts Gescheites gefunden, und dann haben sie gesagt, jetzt haben sie bei uns getestet, und jetzt sind sie seit 4 Monaten bei uns und sagen, das ist super produktiv, da kann man super arbeiten. Und wenn man in Ruhe telefonieren will, geht man in eine Telefonbox. Wenn man eine Besprechung machen will, geht man in einen Besprechungsraum. Mario, wie siehst du das als Corporate? Würde das dann heißen, man wird sozusagen weg von dem Konzept einen Arbeitsplatz pro Mitarbeiter gehen und vielleicht in diesen Coworking-Gedanken denken? Ja, tun wir auch. Wir haben ja 8 Länder, 8 verschiedene Operations, 8-mal verschiedene Kultur, 8-mal verschiedene Sprache, aber auch 8-mal verschiedene Historie und 8-mal verschiedene Headquarters und verschiedene Gebäude und daher eben auch 8-mal sozusagen verschiedene Kulturen, wie überhaupt gearbeitet wird. Und wir sind es in Wien vielleicht eher gewohnt, sozusagen im herkömmlichen Sinn mit Einzelbüros etc. zu arbeiten. Das ist bei uns in der Gruppe gesehen, in den anderen Ländern schon lange nicht mehr der Fall. In Wien selbst gehen wir zunehmend auch auf dieses Konzept, bereits geschildert, und auch mit Telefonboxen, Ruhezonen etc. Im Campus selbst für die Startups haben wir es so gemacht, dass das natürlich schon ein gemeinsames Area ist, aber es gibt verschiedenste Startups, die bei uns mit dem Thema Daten und Algorithmen und Big Data umgehen, die dann trotzdem Wert darauf legen, dass sie ihren Bereich abgrenzen können. Und das können sie bei uns, können sie sozusagen, wenn sie auch wollen, an Data Container mal einsperren und zusperren und wegsperren. Aber trotzdem gibt es natürlich Gemeinschaftsflächen. Also wir haben da so ein Mix gemacht am Campus. Romy, vielleicht auch an dich dieselbe Frage. Double Check, Triple Check. Ist das wirklich so, dass diese Effizienz und Produktivität in einem Coworking ansteckenden Umfeld eigentlich gesteigert wird? Oder gibt es da Felder oder Zielgruppen, die sich nicht eignen für ein Coworking Space? Ja, also ich glaube, das gibt es auf jeden Fall. Also gerade die besagten Anwälte, glaube ich nicht, dass die jetzt die richtige Zielgruppe wäre, wenn man es bewirbt. Aber dieses Produktivitätssteigernde, das haben wir schon ab der ersten Person gemerkt. Also wie die erste Person eingezogen ist, haben wir uns dann gegenseitig ausgetauscht. Ja, es ist wirklich ansteckend. Und bei uns gibt es dieses Prinzip wegen Geheimhaltung und so, eine Idee ist nichts wert. Also wenn jemand, das ist auch Teil unserer AGB oder unserer Philosophie, und das sagen wir auch allen Leuten, die bei uns einziehen, wenn du eine Idee hast und du möchtest nicht darüber reden, ist das okay. Aber das Feedback, das du davon bekommst, weil die anderen dir Feedback geben, ist wahrscheinlich viel wertvoller als deine Sorge. Und so haben sich schon viele Ideen sehr rasch gewandelt. Manchmal ist das Feedback wirklich hart. Aber die Leute, die zu uns kommen, schätzen das sehr, dieses Open Innovation, dieser Ansatz, gegenseitig voneinander zu lernen. Und natürlich, das ist nicht für jedermanns Sache. Cool. Bevor wir zu einer abschließenden Frage kommen, oder Hasen wollt was ergänzen? Okay, bevor wir zu der abschließenden Frage kommen, so ein bisschen Frage der Vision und wo wir da die Reise hingehen und wie stellt man sich die Arbeitswelt und in 10 Jahren vor, habe ich heute mit Elisabeth Hackl einen Livestream auch gemacht, und in dem Livestream hat sie gesagt, relativ spontan, dass sie glaubt, also Elisabeth Hackl ist die Startup-Sprecherin der SPÖ, Nationalratsabgeordnete, hat sie gesagt, Wien würde einen Startup-Campus brauchen, so einen wirklich großen, ein Grätzl, wo sich alles abspielt. Jetzt vielleicht an die großen Campus-Vertreter in der Runde, Hasen und Marion, euch beide.
Braucht es in Wien noch einen großen Campus oder sind wir jetzt einmal gut versorgt fürs Erste? Wir brauchen noch viel mehr Campus. Wir brauchen Talent Garden, wir brauchen wie Accelerate, wir brauchen noch einige Coco Quadrats, wir brauchen ein Coworking Wien, das aus Salzburg kommt, von der Miss Coworking. Es sind 2 Millionen Stadt. Und wenn man bedenkt, dass so viele Menschen in dieser Stadt leben, wenn man bedenkt, dass so viele Studenten in dieser Stadt leben, wenn man bedenkt, wie viel Industrie, wie viel Markt, wie viel Wirtschaft in dieser Stadt ist, dann ist das, was an Coworking Space vorhanden ist, einfach im Vergleich zu Innovation Hubs auf dieser Welt einfach noch nicht auf dem Niveau, um competitive zu sein. Wir müssen eine Anziehungskraft in Wien haben, dass Startups von anderen Ländern hierher zieht, dass die Wertschöpfung hierher zieht. Das wird uns alle positiv beeinflussen. Das wird die ganze Wertschöpfung, die in Wien stattfindet, nochmal kräftig einen Boost geben. Jetzt zu sagen, dass weil 2 Projekte gleichzeitig gestartet sind, dass da schon genug ist, das ist einfach realitätsfremd. Man muss sich einfach mal andere Länder anschauen, wie viel an Coworking Spaces, wie viel an Acceleratoren, wie viel an Inkubatoren da entstehen tagtäglich. Die Anzahl der Startups, die täglich gegründet werden, in welchem Speed. Und wenn man dann noch bedenkt, dass eigentlich Österreich enorm stark Startups fördert, dann muss man sich einfach die Frage stellen, wann kommen diese Hubs hierher? Wann kommen diese Acceleratoren hierher? Und wann, und das ist die Frage, wann sehen wir es ein, dass enorm viel Potenzial in diesem Markt ist? Also wirklich das Potenzial erkennen und nicht immer nur die Gefahren betrachten. Mario, wie siehst du das? Ja, glaube ich, kann man nur unterstreichen. Ich glaube auch, dass es für die Corporates, dass mehrere Corporates in Zukunft eben auch aufgrund der ganzen Initiativen dieser Initiative folgen werden. Das heißt, das löst dann auch einmal eine Dynamik aus. Und was ich glaube, was man hier stärker braucht, in Wien oder in Österreich überhaupt auch, ist aber schon auch die Verzahnung mit der Forschung, das nenne ich jetzt mal ein bisschen. Wenn man schaut, wie das in der Schweiz gehandhabt wird, wie stark da auch Spitzenuniversitäten mit rein verzahnt sind und das Thema Spin-offs. Wir haben zum Beispiel jetzt ein sehr erfolgreiches Spin-off auch mit der TU Graz in Venium bei uns sozusagen im Portfolio. Und ich glaube, da kann man noch viel mehr an Innovationspotenzial auch abschöpfen oder lösen. Und das tun wir gefühlt noch zu wenig. Ja. Hassan, stimmt eigentlich, klingt plausibel. Habt ihr auch Unis bei euch im Konzept dabei? Wir versuchen sehr stark mit Unis zusammenzuarbeiten. Das Konzept, dass Startup Center und Universitäten in Wien sehr eng zusammenarbeiten, das ist jetzt, das ist in den Kinderschuhen. Da sind wir wirklich ganz am Anfang. Wir haben erste Gespräche geführt mit TU Wien. Wir haben Gespräche geführt mit Fachhochschulen. Aber es ist noch nicht etabliert. Es ist noch nicht gegeben. Es ist nicht selbstverständlich. Man hat immer noch das Denken, akademische Universitäten, die haben eine ganz andere Ausrichtung. Wenn man mit Professoren in den USA spricht, hat man den Eindruck, man spricht mit einem Unternehmer. Wenn man die Spin-offs von der ETH in Zürich anschaut oder den Technopark in Zürich anschaut, wie viele Spin-offs in diesem Gebäude sind, dann muss man sich einfach die Frage stellen, wann kommt das hierher? Wann sehen wir es ein, dass enorm viel von dem, was erfunden wird, und da spreche ich noch gar nicht von Innovationen, einfach Erfindungen, die vielleicht noch gar kein Businessmodell hinter sich im Horizont haben. Aber sie erfinden, sie arbeiten zusammen, sie forschen, sie investieren in die Spin-offs aus der Corporate-Ecke, aus der Startup-Ecke, und diese Initiativen, die gefahren werden, all diese Kraft, die zusammenkommt, ob das jetzt eben Digital Switzerland ist, ob das die ETH ist mit ihrem Spin-off-Center, das ist das, was wir hier auch brauchen. Universitäten hier sind Entrepreneur-ausbildende Stätten. So muss auch die Message sein, die man den Studenten gibt.
es ist nicht dein Pfad, dass du nach der Uni einen Job suchst in einem Corporate, sondern du kannst ganz so gut ein Corporate selber gründen. Das ist das, was ein bisschen noch in den Kinderschuhen ist. Wir versuchen es, aber sind noch nicht ganz so erfolgreich wie auf der Corporate-Schiene. Super. Werde jetzt gleich die abschließende Runde einleiten. Ja, Romy, du, natürlich. Bitte, sehr gerne. Wenn die Hassen das Mikrofon gibt, kannst du was sagen. Also ich sehe das nämlich ein bisschen anders. Also ich glaube nicht, dass jede Stadt ganz große und viele Startup-Centers braucht. Ich komme ja ganz klassisch aus der Sharing Economy. Und für mich bedeutet es nicht, ein Standort in Competition zu einem anderen, Wien gegen Berlin oder wie sie alle heißen, diese Startup-Städte, sondern wir glauben, dass das Konzept von Coworking, wo es viel mehr um Kooperation anstatt Competition geht, wo man einfach schaut, wie kann man gemeinsam Mehrwert erzeugen, anstelle sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, dass diese Erde genug Ressourcen für alle hat und deswegen die ganze Welt, also global, von einem kooperativen Ansatz profitieren könnte. Und das ist auch unsere größere Vision. Deswegen steht auf dem Buch auch ganz groß Do What You Love drauf. Also wir glauben einfach, dass wenn jeder Mensch reflektieren würde, was er oder sie in seinem Leben einfach gut kann, was er gerne macht, dass das sehr viele Probleme lösen würde. Also von Burnout angefangen über Pensionen. Wenn jeder ein Künstler wäre, und Künstler sind sehr unterschiedlich, der eine findet App-Entwicklung toll, der nächste findet irgendwie Journalismus super und der übernächste findet, einen Bauernhof zu betreiben, wahnsinnig toll. Und in Zukunft werden ja die unangenehmen Tätigkeiten die Maschinen erledigen, also Automatization und alle diese Strömungen, die von manchen Menschen ja als sehr angst- und bedrohendes Szenario gesehen werden, sehen wir eigentlich durch diesen Ansatz von Coworking und wir helfen uns alle gegenseitig. Ist vielleicht ein bisschen romantisch, aber als Utopie, als schönes Zukunftsszenario. Vielleicht ist es nicht einmal so romantisch, weil du hast vorher den Fall mit den Tischen in den Unternehmen erwähnt und das ist mir irgendwie so vorgekommen, als ob das Airbnb für Arbeitstische wäre. Das wäre ja ein Hardcore-Business-Modell in Wahrheit. Ja? Ist das der Hintergedanke dessen? Wenn man es jetzt rein kapitalistisch betrachtet, ja. Bei unserem Konzept geht es aber doch trotzdem noch um das Do What You Love und das Funkeln der Augen und dass der Host ein guter Art of Hosting Mensch sein sollte. Das heißt, so wie in einem guten Hotel wirst du ja auch aufgenommen als Gast und nicht nur jetzt ausgepresst, was deine Euros betrifft, sondern du wirst dort wertgeschätzt, du wirst willkommen geheißen und unsere Plattform soll eine Plattform dafür sein. Schließt sich das aus mit einem größeren Coworking-Konzept? Nein, schließt sich nicht unbedingt aus. Aber ich glaube, dass wir überhaupt generell einfach in ein anderes Arbeiten kommen müssen als Gesellschaft, aber auch als Corporates. Also New Ways of Working ist ja etwas, was wir jetzt auch beginnen. Ja, muss man verstehen, schon erwähnt, aber bei uns wohnen sozusagen auch alle in Einzelbüros und so weiter und so fort. Aber in den Zonen, wo wir sozusagen schon einmal in Zusammenarbeit einen Großraum geschaffen haben, da sieht man ja auch, dass viel mehr weitergeht von der energetischen Seite, sage ich jetzt mal. Klingt jetzt ein bisschen sphärisch, aber ist so. Man kriegt einfach auch mehr mit. Und es macht einen besseren Spirit. Was wir aber sehen ist, dass wir diese Grundideen oder diesen Grundspeed oder diese andere Kultur, die Startups bei uns reinbringen und reingebracht haben, und jetzt müssen wir uns vor Augen halten, das sind ja nur 8 oder bald 11, aber das ist ja jetzt auch noch keine Masse, sozusagen gemessen an der Gruppe, an der Gruppengröße der Telekom Austria, aber es ist zumindest einmal ein Beginn. Aber was wir sehen ist, dass wir das auch auf andere Art und Weise verwenden können. Und was wir jetzt losgekickt haben, ist auch ein internes Programm, wo wir sozusagen auch Mitarbeiter auch in dem Sinne Do What You Love die Möglichkeit geben, einmal Ideen einzumelden, sich als Team zu melden. Aber nicht nur in dem Sinne, jetzt machen wir Prozessverbesserung, da kommt eine super Idee und dann geben wir da ein bisschen Geld und damit das umgesetzt und dann ist das Ding erledigt. Sondern dass wir da wirklich auch einen Call for Action machen und diese Teams dann auch freistellen, ihnen ein dezidiertes Budget geben. Und wenn die Idee wirklich großartig ist, ja, dann machen wir halt auch ein Spin-off, dann beteiligen wir halt die Mitarbeiter daran und die Telekom nimmt halt auch einen Anteil an der Firma und dann finanzieren wir es und schauen wir, dass wir jemand anderen finden und dann do what you love. Und nur dann wird's ja auch was. Ja. Und das ist schon, wenn wir sozusagen nicht mit der Startup-Idee mal gestartet hätten,
dann wären wir auch nie zu dem Punkt gelangt, wo wir sagen, das probieren wir mal. Und das probieren wir ja nicht über 200 Mitarbeiter, sondern das probieren wir ja über 16.400 Mitarbeiter drüber. Natürlich muss es da verschiedene Hürden geben und Aussiebeprozesse etc. Aber für die Kultur, die wir haben, ist das sozusagen jetzt ganz was Neues und das haben wir einfach auch aus dem ganzen Thema Startups und Innovation abgeleitet. Cool. Vielleicht darf ich, Mario, bei dir die letzte Runde einleiten. Wo wird die Reise hingehen? Arbeitsplatz der Zukunft, Arbeitsplatz in 10 Jahren. Du mit deiner Corporate-Brille, wie glaubst du, wird das ausschauen? Ja, geschäftlich oder kapitalistisch gesehen natürlich hoffen wir, dass wir da einen voll vernetzten Arbeitsplatz haben, der supermobil ist und wo jeder extrem viel Daten generiert und auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen arbeitet, ob es jetzt Virtual Reality oder Augmented Reality oder was auch immer ist, fein. Aber ich glaube, da muss man auch aufpassen, bis zu einem gewissen Grad gibt es halt gewisse Tätigkeiten, die kann man eben so erledigen. Es geht bis zu einer gewissen geistigen Arbeit, aber andere Tätigkeiten werden halt bis zu einem gewissen Grad immer manuell bleiben, andere wird man automatisieren können. Das hängt immer davon ab, in welcher Branche man ist. Aber die Digitalisierung ist nun mal da, wird alle Lebensbereiche betreffen, wird auch viele Arbeitsplätze betreffen, wird vieles verändern, wird manche Jobs wegfressen, wird andere wieder bringen. Da glaube ich auch, dass diese Veränderungsangst oder diese Zukunftsangst, die da teilweise damit einhergeht, also ob sie wirklich berechtigt ist oder nicht, werden wir dann alle in ein paar Jahren wissen, aber ich glaube, es war bis jetzt immer so, immer wenn man irgendwo in einen Umbruch gekommen ist als Gesellschaft und die Digitalisierung ist nun mal wieder ein Umbruch, dann gibt's halt immer die Angst haben und vor irgendwas warnen und dann sieht man halt erst nach ein paar Jahren, wie das Ergebnis sein wird. Aber ich glaube, man muss es halt positiv greifen und das Positive daran ist ja auch die Chancen, die damit einhergehen, ob das jetzt Startups, Kooperation, Innovation ist, da gibt's ja vor allem auch viele Möglichkeiten. Faktum ist aber, für viele in der Gesellschaft, das ist jetzt ein bisschen ein Ausholen gesellschaftspolitisch, wird man hier natürlich auch die Voraussetzungen schaffen müssen, damit sie die Chancen überhaupt ergreifen. Und da müssen wir halt wieder mal beim Bildungssystem ansetzen und so weiter. Da müssen wir jetzt eigentlich eher an die zukünftigen Generationen denken, damit die das Skillset bekommen, damit sie die Chancen überhaupt ergreifen können. Ist das a part of your job? Wird es zukünftig im Bereich des Innovationsmanagers auch die Frage positioniert sein, wie organisieren wir unsere Arbeit? Gibt es da innovative Konzepte wie Coworking-Modelle? Ist das sozusagen in deinem Bereich oder ist das noch immer im klassischen HR-Bereich? Ist im klassischen HR-Bereich, muss man ehrlicherweise sagen, wobei wir da einfach auch aufgrund der Digitalisierung und der sich ändernden Marktbedingungen etc. Da im HR-Bereich sehr aufgeschlossen sind und da eben jetzt gerade die großen Änderungen vornehmen. Also wir werden in Wien einfach das gesamte Headquarter eben auch auf Sharing und Großraumbüros etc. umstellen, was für uns, jetzt muss man wissen, woher wir herkommen, ja, als teilverstaatlichtes und ehemaliger Monopolist, was für uns ein riesiger Kulturchange ist. Sehr spannend. Vielen Dank für diese Insights. Romy, du bist eine Unternehmerin, die Gott sei Dank die Welt im Rahmen deiner Möglichkeiten ein Stück weit weiterbringen will, verbessern will. Wo siehst du die Vision für dein Coworking Space? Wo siehst du die Vision für die Arbeitswelt in der Zukunft? Kann vorher wer anders antworten? Ich muss jetzt da kurz drüber nachdenken. Ja, ich kann dieselbe Frage, Wolfgang, auch dir stellen. Oder tun wir den Hassen davor nehmen? Lass mal den Hassen zuerst antworten. Ich sehe die Zukunft sehr positiv. Danke. Nein, das sehe ich wirklich so. Ich sehe die Zukunft positiv. Ich sehe sie nicht ganz so rosig wie die Homie. Ich denke, es ist ein absoluter Wettbewerb hier, auch ein absoluter Standortwettbewerb. Ich mache da ein ganz einfaches Beispiel. Sprecht mit Unternehmen aus Salzburg, ob sie die Talente, die sie im Digitalisierungsbereich in Salzburg finden. Sind die da? Sprecht sie an. Es ist ein absoluter Wettbewerb hier um die besten Talente in eine bestimmte geografische Gegend zu bringen. Jetzt zu sagen, Sharing Economy, wir teilen alle und es ist alles toll und schön. Wenn man allein anschaut, wie viele Startups aus Österreich weggezogen sind und erfolgreich ihre Startups anderswo gegründet haben. Ein sehr tolles Beispiel mit Number 26. Die sind weg von hier, die haben die Wertschöpfung mitgenommen. Und das wird vermehrt geschehen, wenn wir nicht an Standortattraktivität denken. Und ich denke, die Gegebenheiten sind da. Wir haben tolle Fördergelder, die wir hier den Startups anbieten. Wir haben wirklich einen tollen Markt. Wir haben tolle akademische Ausbildung. Wir müssen tolle Corporates. Und
tolles Beispiel. Wenn ihr nicht auf Startups gesetzt hätten, dann wären jetzt 100 Arbeitsplätze, 100 Personen nicht auf diesem Campus am Arbeiten. Ganz einfach, ganz simpel. 100 Personen, die irgendwo anders arbeiten würden, wahrscheinlich ein Teil davon nicht in Österreich, nicht in Wien. Das ist schon Wettbewerbsdenken. Das hat nicht nur mit einer rosigen Sharing Economy zu tun. Wir kämpfen um Standortattraktivität gegen andere Startup-Hubs und Innovationszentren dieser Welt. Natürlich sind wir in Competition mit Zürich, natürlich in Competition mit Berlin, mit Tel Aviv, mit Israel grundsätzlich, mit Tallinn, mit Warschau. Ökosysteme, die viel später angefangen haben, die viel schlechtere Bedingungen haben und trotzdem enorm viel Potenzial in die letzten Jahre abgeschöpft haben. Wir sind als Wien, wir sind als Österreich in Competition mit diesen Ländern, um die besten Talente hierher in unser Ökosystem zu bringen und dadurch Wertschöpfung herzubringen. Werden deine Kunden, deine Corporate-Kunden in der Zukunft einen Teil der Arbeitsplätze auslagern zu dir? Oder in ein anderes Coworking-Space? Wird man zukünftig planen? Mario sagt bei A1 nicht. Wird das ein allgemeiner Trend sein, dass ein Corporate nicht mehr einen Arbeitsplatz pro Mitarbeiter plant, sondern im Coworking? Ich denke, das ist ein Forschungsthema. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Ich denke aber, die Modelle, wie Menschen in Corporates oder in einem Corporate-Umfeld arbeiten, die werden sich ändern. Allein schon durch die Mobilität, allein schon durch die digitalen Möglichkeiten, die da geschaffen werden. Die Präferenzen von einzelnen Personen, die einen wollen halt alleine sein, die anderen wollen halt in einer Gruppe sein. Da werden wir sicherlich sehr viele Fortschritte machen. Wie die genau ausschauen werden, das kann der Wolfgang sicher beantworten, ich nicht. Super. Wolfgang, lassen wir Romy die letzten Worte sprechen. Wie siehst du die Zukunft der Arbeitswelt? Wie wird die strukturiert sein und organisiert sein? Gute Frage. Ich sehe die Zukunft der Arbeitswelt und insgesamt unsere Zukunft doch etwas anders als der Hassen, weil seine Kampfrhetorik, die gefällt mir einfach nicht. Wir kämpfen gegen den und es ist a war for talent und das ist eine kriegerische Rhetorik und die ist nicht gut. Ich finde, es geht darum, Leuten zu helfen, ihren Weg zu finden, ihnen Platz zu schaffen, dass sie ihre Träume erleben können und dass sie ein sinnerfülltes, zufriedenes Leben führen. Und es geht nicht darüber, dass ich gegen jeden kämpfe und nur kämpfen. Ich glaube, das ist eine alte Schule, das ist eine alte Welt. Das ist nicht mehr die Welt von heute, dass man gegen jeden kämpfen muss. Das ist so, als wenn ihr nehmt euch was weg, wir nehmen dir was weg. Es geht doch vielmehr darum, dass wir gemeinsam schauen, wie wir diese Ressourcen, die wir haben, nutzen und wie wir es gemeinsam schaffen, dass die Leute, die zu uns kommen, in unsere Coworking Spaces kommen, was schaffen, worauf sie stolz sind, worauf sie wirklich sagen, das habe ich gemacht. Und ich glaube, ich kenne wenig Startups, die nur immer gegen andere kämpfen. Erfolgreich sind die, die eine gute Position haben, die ein Konzept haben, die eine Vision haben. Und die Vision besteht nicht darin, dass ich gegen andere kämpfe, sondern dass ich für mich meine Position finde. Sag, das ist das, was ich mache, was ich gut kann. Und wenn ich das gut mache, dann werde ich erfolgreich sein. Und dann brauche ich nicht gegen andere kämpfen, weil dann werde ich meinen Spot im Markt finden. Jetzt muss ich ganz kurz Hasens Position einnehmen. Aber wer hat ja nicht gesagt, dass es darum geht, dass Startups gegen Startups kämpfen, sondern es geht ja darum, dass wir schon standardpolitisch irgendwo Akzente setzen müssen. Ja? Und das musst du immer als Wirtschaftsstandard. Darf ich was dazu sagen? Das halte ich. Jetzt sprengt den Rahmen, aber das macht nichts. Das halte ich für, das ist so, wir sind wir und wir Österreicher, wir leben in Europa und wir müssen nicht gegeneinander kämpfen und nicht die Berlin gegen London und London gegen das. Was ist das? Das ist eine alte Welt. Das ist eine Welt von Nationalstaaten, jeder gegen jeden. Das finde ich, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, ja, da wäre ich auch manchmal emotional. Das finde ich nicht okay. Wir leben in einem gemeinsamen Europa. Wir können viel voneinander profitieren und nicht, wenn wir gegeneinander arbeiten. Ja, vielleicht ist die Kampfrhetorik kämpfen jetzt da ein bisschen fehl am Platz, aber Faktum ist natürlich schon, es geht schon darum, wo wir auch Wertschöpfung machen. Ja? Also wir könnten, wenn wir wollten, auch die Wertschöpfung teilweise nach Bratislava verlegen oder sonst wohin, wo wir einfach günstigere Standardbedingungen haben, tun wir halt aus gewissen Gründen auch nicht, aber könnten wir. Aber natürlich sind solche Themen wie Lohnkosten, Lohnnebenkosten oder eben auch Ausbildung, das ist schon ein Standardfaktor. Da können wir jetzt nicht einfach sagen, das wischen wir jetzt zur Seite und wir sind jetzt alle Europäer und ich meine, ich bin auch begeistert der Europäer, nicht falsch verstehen. Aber sowas wie ein Wettbewerb gibt es halt. Und ich glaube, das ist ja auch ein super Bild, Wolfgang, das du aufzeichnest, aber es ist vielleicht noch nicht ganz die gesellschaftliche Entwicklung, wo wir hin müssen, weil wenn die Konkurrenz
das anders sieht, dann kann man sozusagen möglicherweise nicht einfach zuschauen und sagen, ich bin anders orientiert. Oder ist das möglich aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, wenn man für sich eine super Position gefunden hat, wenn man für sich was gefunden hat, was funktioniert, dann brauche ich nicht gegen andere kämpfen. Weil dann habe ich, noch einmal, wenn ich bei mir reinschaue ins Co-Quadrat, da sind auch viele Leute, die eigentlich untereinander im Wettbewerb stehen müssten. Weil wir halt sehr viele Berater auch haben. Aber die kooperieren miteinander, weil jeder für sich seine Position sucht. Und da suche ich meine Position nicht, indem ich sage, ich bin gegen den. Magst du das kurz ergänzen? Weil grundsätzlich ist ja in euren DNA das We Accelerate, das Gemeinsame und die Kooperative. Vielleicht magst du das noch einmal kurz erläutern. Also ich glaube, das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, die wir jetzt gerade ansprechen. Den Open Innovation, den gemeinsamen Charakter, sich aus einem Ökosystem zu stärken. Das sind natürlich Elemente, die in einen Coworking Space gehören. Das sind natürlich Elemente, die in einem Ökosystem verankert sind. Dann aber zu sagen, dass Startups nicht in Wettbewerb zueinander stehen, dass Startup Hubs, Innovation Center weltweit nicht in Wettbewerb zueinander stehen, dass da keine Verdrängung stattfindet, das ist als Unternehmer für mich einfach eine Wunschvorstellung. Das entspricht nicht dem Gedanken, dass ich als Unternehmer erlebe. Ich stehe in Wettbewerb mit dem, was ich als gut auf den Markt bringe, immer in Konkurrenz, zumindest mit dem, was vor mir dort war. Das heißt, wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe, verdränge ich alte Produkte, weil mein Produkt besser ist. Auch wenn ich sage, ich bringe ein besseres Produkt, das bessere Produkt ist immer in Konkurrenz zum alten, schlechteren Produkt. Zu sagen, dass da kein Wettbewerb ist, weil wir alle gemeinsam und nebeneinander leben und eine Welt des Friedens schaffen, das ist nicht gegeben. Es ist ein Unternehmer zu sein, ist mit knappen Ressourcen umzugehen zu wissen. Das ist Teil von Unternehmertum. Und wir, ja, so egal, ob wir das wollen oder nicht, kämpfen um knappe Ressourcen. Und was ist knapp momentan? Talente sind knapp. Ob wir das wollen oder nicht, sie sind knapp. Wir können nicht einfach sagen, wir haben unendlich viele Talente. Nein, können wir nicht. Wenn wir eine bestimmte Anzahl an Akademikern haben, die dieses Land verlassen, dann sind sie weg. Dann haben sie eine Ausbildung hier genossen und sind in anderen Ländern. Das ist Wettbewerb, das ist Verdrängung. Geht's in die Schweiz, da schaut's, wie viele Professoren aus Österreich dort sind, schaut's, wie viele Ärzte dort sind. Und die sind hier ausgebildet worden. Es ist Wettbewerb da. Und jetzt einfach zu sagen, es ist kein Wettbewerb da und wir müssen alle gemeinsam, es ist alles friedlich, das glaube ich nicht. Es ist Wettbewerb da und wir müssen darauf schauen, dass wir halt auch in diesem Wettbewerb unsere Position stärken. Das ist meine Meinung. Wolfgang hat eine andere und das ist auch die Würze, die es ausmacht und diese Mischung. Ich übergebe jetzt an Romy. Sie macht jetzt das Schlusswort. Schlusswort. Danke, Romy. Genau, Romy, du hast dir das jetzt, die Diskussion angehört. So bist die Richterin jetzt, die sich die Parteien angehört hat. Und darf das Schlusswort sprechen? Nein, warum ich eigentlich in meinem Leben auf diese Vision gekommen bin, dass irgendwann genug Ressourcen für alle da sein werden und dass wir uns nicht gegenseitig im Wettbewerb stehen, sondern kooperieren, das ist durch meine vielen Reisen in den arabischen Raum geprägt worden, weil dort müsste eigentlich auch hoher Wettbewerb herrschen. Dort sind Ressourcen nicht so in Hülle und Fülle vorhanden wie bei uns. Und genau in Krisenregionen wie Ägypten, wie Libanon, wie auch in einer westlichen Welt, nämlich in Detroit zum Beispiel, wo ja der Niedergang der Automobilindustrie vor 20, 30 Jahren zu beobachten war. Genau dort, wo diese Ressourcen so knapp sind, fangen die Menschen wieder an zu kooperieren. Und das ist vielleicht mein Schlussstatement, das ich anlehnen möchte an den New Work Pionier von Fridtjof Bergmann, den ich in Detroit kennengelernt habe und der alle diese großen Automobilhersteller versucht hat, neues Arbeiten zu lehren. Also er forscht in diesem Bereich in Ann Arbor seit 1984 und hat dieses Szenario von einer kooperativen Gesellschaft schon lange heraufbeschworen gesehen. Und er sagt, die zukünftige Arbeitswelt wird eine Gesellschaft sein, in der alles stärkt.
Wunderschön, in dem Sinne. Belassen wir es dabei. Ich finde die Diskussion sehr gut und wichtig. Ich kann deinen Standpunkt millionenprozentig verstehen, euren. Es ist auch mein Wunsch für die Welt. Aber vielleicht ist das noch eine Entwicklung, die wir gemeinsam machen müssen, um dorthin zu kommen. Insofern verstehe ich natürlich, Hassan, auch dich und Mario und ich, dass da ein gewisser Wettbewerb natürlich noch herrscht. Aber eine Welt, wo wir alle zusammen kooperieren, zusammenhalten und die Welt weiterbringen, wenn es heute so wäre, das wäre super. Aber dafür sind wir da, um daran gemeinsam zu arbeiten. Liebe Leute, ich hoffe, das war eine spannende Diskussion. Wir haben viele, viele gute Impulse bekommen. Vielleicht machen wir daraus einen zweiten Roundtable zum Thema Wettbewerb. Wäre super spannend. Kooperation versus Wettbewerb. Spontan morgen Abend. Na, das werden wir uns gründlich überlegen, wann. Ich hoffe, es war spannend. Wir sind heute auch, darf ich erwähnen, im Parkhaus. Das ist ein ganz spannendes Konzept aus einem Zwischennutzungsbedürfnis ist da ein Coworking Space für 50 Startups entstanden. Super Konzept. Wir haben sehr, sehr viele weitere Player in Österreich, in Wien, in allen Bundesländern, die wirklich tolle Arbeit leisten im Coworking-Bereich. Auch denen werden wir sukzessive eine Chance geben, sich zu präsentieren. Heute war das diese Mischung, die ich für sehr sinnvoll gefunden habe. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.